warum wird in Katzenfutter Nährstoffe zugesetzt, aber in Babybrei nicht? Das würde ja heißen, dass Katzenfutter viel nährstoffreicher ist wie Menschennahrung. Ganz herzlich willkommen zu Gesundheit mit Florian Sauer und Andreas Pfaffer, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben. Ja, und ganz herzlich willkommen zur ersten Podcast-Folge, ein ganz besonderer Augenblick. Und wir freuen uns riesig auf den Podcast mit dir gemeinsam. Florian, wie geht's dir? Hey Andreas, grüße dich. Ja, super geht's mir und die Themen sind ja wieder überschlagend. Ich glaube, heute gibt's wieder was, was jeder mal wissen muss. Ja, wieder ist gut, wir sind bei Folge 1. Aber wir sind ja nicht das erste Mal zusammen, das meinst du sicherlich, denn wir haben ja schon so einige Sachen zusammen gemacht. Und ja, viele, die uns schon eine Zeit lang verfolgen, wissen einfach, ja, was sie an uns schätzen und was für Themen immer wieder kommen. Und in erster Linie bist du ja derjenige, der wirklich da dieses großen Wissensschatz hat. Und da freuen wir uns drauf. Und heute wollen wir direkt mit einem ganz spannenden Thema anfangen. Warum in Nahrungsmitteln kaum noch Nährstoffe enthalten sind. Darum geht es heute. Florian, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere schon mitbekommen hat, aber wenn man heutzutage auf die Verpackung mal drauf guckt, wenn ich in einen Einkaufsmarkt reingehe, zum Beispiel in so einen Supermarkt, und nehme ein x-beliebiges Nahrungsmittel und schau mal auf die Etiketten drauf. Das ist ja erschreckend, es ist ja nichts mehr drin. Ja, und das wird einem dann deutlich, wenn man mal ein ganz bestimmtes Regal aufsucht in so einem Supermarkt, nämlich das Regal, wo Tierfutter vorhanden ist. Florian, das kennst du auch, ja? Ja, du Andreas, ich bin durch eigentlich einen ganz lustigen Zufall auf diese Idee gekommen. Du kriegst ein Kind. Du willst für dein Kind die beste Ernährung und du willst dich für dein Kind mit Gesundheit informieren und guckst dir mal die Babybreigläschen an. Und was sehe ich da immer hinten drauf? Kohlenhydrate, Natrium, Fette, Eiweiße. Es steht eigentlich alles drauf, aber ich sag mir denn, wenn da so Hühnchen drin ist, wenn da so Möhre drin ist und Erbsen, ich sag, wo sind denn die Provitamine drin? Wo sind denn das Magnesium, Kalzium und so weiter drin? Ja, jetzt brauchen wir alles. Gerade die Kinder brauchen das ja. Und wenn man jetzt Kindernahrung sich holt und da auch sehr viel Geld ausgibt, ich meine, ich habe ja vier Jungs, dann denkst du, okay, jetzt tue ich meinen Kindern echt was richtig Gutes und nehme mal eine so eine große Marke, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, da gibt es ja mehrere, und guck drauf und was ist? Ja, nix, ne? Genau. So, mein Kind ist 4 Monate alt, man stillt, aber man will schon zufüttern. Und du rufst dann bei der Firma an und sagst, sag mal, wie ist denn das eigentlich bei euch? Da stehen zwar viele so Energiestofflichkeiten und Ballaststofflichkeiten drauf, aber wo sind denn die Vitamine und die Nährstoffe? Und da sagt dir die Frau am Telefon, ja, die müssen nicht angegeben werden. Und dann guckt man mal so ein bisschen, wenn unter 10% an Nährstoffen drin sind, dürfen sie nicht angegeben werden. Und ich habe damals das noch gar nicht verstanden. Also habe ich mir durch Zufall, weil wir auch eine Katze hatten, mal Katzenfutter angeschaut, zum Beispiel ne, für Senioren, Kaninchen in Chili. Wenn ich da jetzt hinten drauf gucke, dann lese ich da Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Eisen, Zink, Phosphor, Schwefel, Kupfer, Mangan, Silizium. Und da sage ich, was ist denn da los? Warum wird in Katzenfutter Nährstoffe zugesetzt, aber in Babybrei nicht? Das würde ja heißen, dass Katzenfutter viel nährstoffreicher ist wie Menschennahrung. Und woran liegt das? Naja, das ist ein ganz krasser Punkt. Wir wussten bisher nicht, dass durch Erhitzen von Lebensmitteln Nährstoffe kaputt gehen, vorwiegend Vitamine und Antioxidantien, aber auch Eiweiße sich verändern und dadurch das Produkt an Energie natürlich verliert und der Nährwert sich reduziert. So weit, dass es sich gar nicht mehr lohnt, es anzugeben. Ja. Und die Katzenhersteller oder Hundefutterhersteller, Andreas, die geben natürlich Nährstoffe zu, weil nur eine gesunde Katze, eine schöne Katze mit glänzendem Fell, die schön knurrt, die zeigt die Gesundheit, die schmeichelt den Besitzer und man fühlt sich wohl, ein gesundes Haustier zu haben. Und da ist diese seelische Verbindung da. Ja, ich meine, das Fell der Katze muss natürlich schön glänzen. Das ist natürlich extrem wichtig. Genau. Ja, aber warum wird denn dem Gläschen, jetzt habe ich es doch gesagt, oder dem Gläschen nicht zugesetzt? Oder darf da nichts zugesetzt? Naja, die müssen es erhitzen, genau. Guck, die Frau Merkel sagt, Reinheitsgesetz, ne, in Deutschland, Hygiene, Bakterien, alles muss steril sein. Also werden die Sachen abgekocht bei 150 Grad und Hitze tötet eben zum Teil große Mengen an Nährstoffen. Ja, aber man könnte ja auch noch hinzusetzen.
Richtig, aber das würde das Produkt unnötig teuer machen, sodass man dann diese Grundsatzgeschichte, warum tut man es nicht fermentieren und so weiter, und damit würde die ganze Industrie, also industrielle Verarbeitung, ins Schwanken kommen. Zum anderen, Andreas, würde man die Menschen wecken. Das heißt, wenn ein Mensch nach Energie, nach Nährstoffen sich ernährt, dann würde er doch ganz besondere Produkte im Supermarkt weglassen, weil er sagt, die schaden mir. Und dieses Bewusstsein, das wird nicht geschult in der heutigen Zeit, finde ich nachweislich. Ich lerne ja den Müttern immer, die gesunden Babybreie zu machen, die nicht erhitzt werden, die viel schneller gehen, wo man auch noch Geld spart. Denn Katzenfutter möchte ich meinem Kind nicht geben, selbst wenn da mehr Nährstoffe drin sind. Ja, also die Überlegung hatte ich jetzt gerade auch schon kurz. Soll ich jetzt nur Katzenfutter essen? Aber da hätte ich jetzt auch keine Lust zu, ja. Aber ja, Frage, das sind auch an. Die Frage, die sich überstellt, wo kommt denn das her? Also warum ist denn da jetzt nicht drin? Also wir haben jetzt gesagt, okay, überhitzt. Aber das ist ja nicht alles. Es gibt ja noch mehr Gründe, die dazu führen, dass in unseren Lebensmitteln nichts mehr drin ist. Denn selbst wenn ich frische Nahrungsmittel zu mir nehme, der Nährstoffgehalt sinkt ja. Da gibt es ja auch Studien zu. Genau. Also erstmal die Verarbeitung, die wird man jetzt schon mal gleich ein bisschen abschließen, weil ich sage, hey, die industrielle Verarbeitung, die Erhitzung und dass die Produkte eben nicht mehr Rohkostqualität sind und die Konservierung sorgt dafür, dass beim Herstellungsprozess dieser Konservierung die meisten Nährstoffe, ich spreche hier von über 70%, zerstört werden. Bei 100% Kosten, die du ausgibst, wenn dann nur noch 30% ankommen, da ist es schon wieder schwierig für den Verbraucher und sagt, irgendwo wäre ich da verarscht, wenn ich es wüsste. Aber gehen wir mal in die Ursuppe zurück. Das heißt, alles ist ja irgendwo mal Rohkost. Es wächst irgendwo, selbst das Fleisch von einem lebendigen Tier, wenn es noch nicht verarbeitet ist, ist irgendwo Rohkost. Aber gehen wir mal auf die Landwirtschaft. Wir haben da gravierende Anbaumängel, die erst in den letzten, muss man wirklich sagen, 50 Jahren entstanden sind, also die Nachkriegsgeneration. Ja, also vor der Industrialisierung war es definitiv noch anders. Also Oma und so weiter, die haben ein völlig anderes Leben geführt, haben heute noch mit unseren Kindern darüber gesprochen, als das heute ist. Die können sich das ja gar nicht vorstellen. Wir können auch sagen, ja, Oma hat noch gemacht, meine Oma hat noch, Gemüse eingelegt und sowas. Ja, unsere Kinder, die kennen das nicht mehr. Das ist die erste Generation jetzt, oder vielleicht sogar die zweite, je nachdem, die sowas einfach gar nicht mehr kennen. Genau. Andreas, weißt du noch letztens, wo du bei uns in einer Kurapie-Akademie warst und hast über meinen kleinen Mini-Traktor gelacht? Und da sage ich, Andreas, es hat einen Sinn, warum ich so einen kleinen Trecker habe. Und da sagt er, ja, es ist einfach so, wenn ich damit ackere, dann beackere ich den Boden nur in den ersten 20 Zentimetern. Das heißt, da, wo die Mikroorganismen leben. Die großen Traktoren, die sind sehr, sehr schwer. Die pflügen den Boden meist über 40 Zentimeter um und damit wird die Lehmschicht von unten hochgeholt. Das heißt, die Mikroorganismen und das Biotop, was in den obersten Erdschichten lebt, erstickt. Damit trocknet die Erde aus und die Mikronährstoffe gehen kaputt, weil Mikroorganismen ja Pflanzenfasern zersetzen und somit der Boden nicht wieder neue Nährstoffe bekommt, wenn der Boden schon einmal angebaut war. Heißt also, du als Bauer oder ich auch mit einem großen Traktor bin irgendwann gezwungen, künstliche Düngemittel auf den Boden zu geben, weil durch meine große Industrialisierung von großen Traktoren, da muss ja alles schneller gehen und größer und mehr Geld bringen bei weniger Arbeit, versaut mir die Böden, lässt die Böden ersticken und ich muss Düngemittel kaufen. Wo kaufe ich die heutzutage, wenn die Natur sie nicht produziert? Ja, kannst du mal dreimal drüber nachdenken. Du kaufst sie bei der Pharmazie. Wir nennen das sogenannte VOCs, also Spritzmittel, Düngemittel. Man sagt auch NBK. Also heutzutage wird auf die Felder fast ausschließlich Stickstoff, Phosphor, Kalium gegeben. Dadurch wächst das Gemüse sehr schnell, wird auch sehr groß, aber es sind keine Nährstoffe mehr drin. Das heißt, viel Zellfaser entsteht bei wenig Nährstoffmasse, die enthalten ist. Ja. Und das ist das Problem. Genau, und Tomaten sind schon groß, haben viel Wasser drin, viel Gewicht, können teuer verkauft werden, aber wie du schon sagst, nichts mehr drin. Ja. Richtig. Und daran leidet der Verbraucher, weil ja irgendwo die Nährstoffe nicht abgedeckt werden. Du musst ja immer mehr essen und kriegst die Sachen ja gar nicht mehr hin. Das Problem weiter, was besteht, ist, dass die Landwirtschaft dieses gleiche Feld jedes Jahr beackert, wo früher bei den Feldern ja Ruhezeiten waren, also nicht nur Schlafzeiten, sondern man hat gerne auch mal Felder 1 bis 3 Jahre brach liegen lassen, damit die Bäume, die um die Felder standen, das Blattwerk, was sich dann in Abfallung in den Boden hineinlegt, eben auch wieder neue Nährstoffe bringt, das wieder von Regenwürmern und Käfern eben zersetzt wird und somit neue Humusschichten bildet, die natürlich dann auch die Grundlage bietet für neue Pflanzen, neue Nährstoffe, Wildkräuter, ne, dass auch Giftstoffe eben verarbeitet werden und also neutralisiert werden. Auch das haben wir nicht mehr. Das ist ein Riesenproblem.
Ja, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann ich tun? Und zwar in zwei Richtungen. Was kann ich tun, um diesen Prozess vielleicht Paroli zu bieten, um zu sagen, da mache ich nicht mehr mit, weil der erste Schritt ist ja das Erkennen, dass es überhaupt so ist. Vielen ist das ja gar nicht bewusst, mir war das ja auch nicht bewusst, ja. Also was kann ich dagegen tun, um nicht mehr mitzumachen? Und B, was kann ich denn tun, um meine Nährstoffversorgung zu gewährleisten? Gibt es ja viele Möglichkeiten, ja, von Supplementierung über Rohkostessen oder Katzenfutteressen. Ich weiß es nicht, also es gibt ja viele Möglichkeiten, was ich da machen könnte. Genau, also das mit dem Katzenfutter ist ja erstmal nur so eine Wahrnehmungssache. Also es muss uns erstmal bewusst werden, die Firma Geigy ist ein Pharmakonzern aus der Schweiz. Sie hat eine Studie gemacht von 1985 bis 2002. Durch die Industrialisierung unserer Landwirtschaft von Monsanto und diesen ganzen chemischen Sachen, die heutzutage auf die Felder gegeben werden. Wie hat sich in diesen 17 Jahren die Nährstoffe reduziert? Und da ist man bei 2002 zu dem Ende gekommen, dass der Brokkoli zum Beispiel um 53% an Magnesium verloren hat. Dass die Banane zum Beispiel um 80% an Kalium verloren hat und die Möhre zu über 70% an Vitamin A verloren hat. Das heißt also, wenn du heute eine Möhre isst, hast du ja nur noch 15% der Nährstoffe. Wir haben jetzt nicht mehr 2002, wir haben 2018, ja. 19. Dass da wirklich um die 15% an Nährstoffen drin sind. Das würde für dich jetzt heißen, Andreas, du müsstest am Tag nicht eine Möhre essen, du müsstest 10 Möhren essen. Bräuchtest eine 10-fach höhere Verdauungsleistung, um wenigstens auf deine 100% zu kommen. Hast aber dann wieder das Problem, dass diese Mengen an Zellfasern und Ballaststoffen du ja wieder ausscheiden musst und gehst technisch gesehen, das kann jeder ausrechnen, mit einem mineralischen Defizit aus dieser Sache heraus. Und jetzt muss unser logisches Denkvermögen sich einschalten. Okay, was kann ich tun, um diese Potenzen in irgendeiner Form für mich zu erhöhen, beziehungsweise vielleicht auch meine Ernährung so ein bisschen zu verändern oder einzuschränken, um das wieder zu erreichen, dass es passt. Ja, der Punkt ist ja, wer isst denn heute noch Möhren roh? Ja, also vielleicht Leute, die unseren Podcast hören, aber sonst, ich meine, das ist ja wirklich, Gemüse in Rohkost ist ja maximal noch eine Beilage. Es ist ja alles gekocht, haben wir ja gerade uns darüber unterhalten. Es betrifft ja nicht nur das Baby, die Nahrungsmittel für unsere Jüngsten, sondern es betrifft ja auch uns alle, ja, also Dosen und Verarbeitung 3 und die Lebens, das sind ja eigentlich nur Nahrungsmittel oder wie man sie nennen soll, die sind dann, weiß ich, Monate alt und mit Konservierungsstoffen haltbar gemacht, ist nichts mehr drin. Und die Folgen davon, die sind ja mannigfaltig. Also was kann ich tun? Ich kann mehr Möhren essen. Okay, aber was kann ich denn sonst noch tun? Andreas, ich habe das verstanden. Den Kindern in den Zubereitungskursen, da machen wir das immer so. Ich nehme 2 Gläser, heißes Wasser und kaltes Wasser. Du erinnerst dich an den Frosch im Kochtopf. Ja. Und dann lasse ich eine Erdbeere in kochendes Wasser reinfallen, in ein durchsichtiges Glas. Und die Kinder sehen, wie diese frische Erdbeere zerfällt. Und dann nehme ich eine Erdbeere und gebe die in kaltes Wasser und die zerfällt eben nicht. Und da sehen die Kinder, ach, die Erdbeere stirbt doch, sage ich ja. Und genauso ist es mit dem Essen, wenn du es erhitzt, geht viel kaputt. Aber ich habe verstanden, eben zum Beispiel hier eine Art der Supplementierung für mich zu führen, indem ich zum Beispiel das mit den Möhren so für mich verstanden habe, dass ich zwar 10 Möhren täglich essen müsste, aber ich kann auch eine Möhre essen und trinke jeden Morgen ein frisch gepresstes Glas Gemüsesaft. Denn dann habe ich ja die Faser nicht dabei. Ich habe ein konzentriertes mineralisches Kolloidal sozusagen, was für mich wie ein Supplement wirkt und esse diese eine Möhre dazu, die die Faserstoffe gibt und Ballaststoffe für meine Mikroorganismen im Darm. Die sind wichtig, das wissen wir. Und so komme ich auf einen sehr guten Schnitt. Ich muss wirklich sagen, Andreas, dass Menschen, die heutzutage Smoothies trinken, die Gemüsesäfte trinken, die frisch ausgepresst werden, eben in Rohkostqualität, also nicht der Erhitzung unterliegen, mit einer Presse, die langsam presst, dass keine Sekundärhitze entsteht, natürlich mineralisch viel besser da sind. Woran sieht man das? Am Bindegewebe, an der Elastizität der Haut, an der Sehkraft, auch an der Klarheit und Ausstrahlung der Augen, Mund und am Gesundheitszustand und natürlich, wenn man die Mineralwerte checkt, erreicht man das. Aber was könnte man denn noch tun? Das ist ja erstmal den Wert für sich zu finden, besser einzukaufen. Ja, genau, besser einkaufen. Und da ist eben die Frage, ich tue mir was Gutes, wenn ich besser einkaufe, wenn die Möhre mehr Nährstoffe enthält, wenn ich sie kaufe, aber ich tue eben auch etwas gegen diesen Teufelskreislauf, den wir da eben heutzutage haben, dass ich einfach die unterstütze, die sagen, da machen wir nicht mehr mit. Und da gibt es ja auch immer mehr von. Ich meine, Bio, klar, es ist ja, wird ja auch immer bekannter und immer mehr Leute sagen, ich kaufe Bio. Und Bio heißt ja auch nicht nur gleich Bio, aber was kannst du denn sagen, was gibt es denn für einfache Möglichkeiten zu sagen, okay, da kann ich jetzt gegensteuern, gegen dieses System und
mir auch was Gutes zu tun, indem ich einfach andere Sachen kaufe. In erster Linie gehört erstmal Vertrauen dazu. Es gibt einen guten Weg und den kann ich mir erarbeiten. Ich habe damals angefangen, mir einen Gesundheitsordner anzulegen, wo ich Firmen, die ich prüfe, die ich auch auf Messen sehe und wo man auch im Internet recherchieren kann, mir suche, die mit einer Ethik auch Lebensmittel anbauen, wie zum Beispiel Bioland. Es gibt sehr viele gute Agrargenossenschaften, die nicht unbedingt bio sind, aber ihre Böden nicht so tief beackern, künstliche Dünger vermeiden, die Felder brach liegen lassen, wo auch Genossenschaften sind, wo das Volk mit einzahlt. Das boomt im Moment, weil das ökologische Bewusstsein einfach in Europa extrem zunimmt. Bioland, Demeter, ne, die ganzen Biodiscounter wie LBG, die ja schon ihr Bestes geben, kunststofffreie Bio-Lebensmittel, die nicht in Folie eingepackt sind, in Kisten, auch wo auch die Erde noch dran ist, wo man auch das Grün mit essen kann oder zum Teil das Grünblattgemüse, was viel mehr Nährstoffe enthält, wie das Wurzelgemüse oder das Fruchtgemüse einfach mit dran bleibt, dass man das mitverarbeiten kann, auch in den Smoothies, in den Säften, in den Salat mit reingeschleppt. Also erstmal besser einkaufen und die Biozertifizierung gibt uns da eine Möglichkeit. Aber wenn ich bei Ökoland, bei Demeter einkaufe, also nicht in den Billig-Bio-Discountern, die für mich zum Beispiel jetzt real sind oder netto sind, da würde ich persönlich kein Bio kaufen. Aber zum Beispiel LPG, Bio Basic, Alnatura, auch Dance geht noch, Lebe gesund zum Beispiel, das ist doch schon mal eine ganz, ganz andere Qualität. Da kann ich davon ausgehen, dass hier schon mal viel mehr Nährstoffe drin sind, die in diesen gebleichten, mit Chlor gewaschenen, mit Schwefel abgegasten Biofood in Tüten. Also da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Möglichkeiten, was man da was tun kann. Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase packen, da die ersten Schritte zu machen. Nicht jeder hat das Glück, solche Geschäfte auch vor der Nase zu haben. Manche mehr, manche weniger. Da muss man immer auch abwägen. Aber ich denke, wir können alle etwas dagegen tun, um da auch zu sagen, okay, da machen wir nicht mehr mit. Und es ist ja nicht nur für die Allgemeinheit, es ist ja, wie wir gerade gelernt haben, auch für uns selber gut, für unsere Kinder gut, für unsere Familien, für unsere Gesundheit. Ja. Und wir haben ja alle was davon, denn wir wollen ja letztlich auch mehr Energie haben. Das ist ja eines der großen Probleme unserer heutigen Zeit, dass wir Energiemangel haben, dass wir uns müde fühlen, dass wir häufig krank werden. Wenn ich mir meine Familie angucke, also wir werden fast gar nicht mehr krank. Wenn ich das vergleiche mit früher, werden wir auch mal eine Podcast-Folge zu machen, wo ich meine Geschichte erzähle und du sicherlich deine auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Das sah ja völlig anders aus. Und da bin ich sehr, sehr froh, diesen Weg auch eingeschlagen zu haben. Und ja, da gibt es also die Richtung ganze Menge Möglichkeiten, was zu tun. Aber vielleicht noch ein ganz einfacher Tipp, wie ich die Nährstoffversorgung erhöhen kann. Du hast eben auch grüne Smoothies angesprochen und Säfte. Wenn du sagst, okay, ich will jetzt frische Zutaten mehr verwenden und es soll ja auch lecker sein. Die meisten haben ja auch so eine Ablehnung, wenn es roh ist, es schmeckt ja alles nicht. Was würdest du jemandem als einfache Möglichkeit sagen, so okay, probier doch das mal aus, das schmeckt super lecker und es ist super nährstoffhaltig und das ist einfach. Genau, also Andreas, erstmal, ich liebe so einen Satz und der heißt, du bist, was du isst, denkst und tust. Ja, oder du bist, was du gegessen hast. Ja, oder du wirst so, wie deine Nahrung ist, die du konsumierst. Aber es ist ja eigentlich so, wenn ich in den Supermarkt gehe, es ist ganz spannend, so wie der Gesundheitszustand von den Leuten ist, die da einkaufen und auch so, wie sie sich äußerlich darstellen, so sieht auch die Nahrung aus, die sie in ihrem Wagen drin liegen haben. Also man sieht einen, der gesund ist, der vegetarisch vegan ist mit ein bisschen Fleisch. Man sieht es im Vitalzustand als der sich die billige Milka, Alpia und diesen ganzen Müll da reinschaufelt. So. Und da ist es natürlich so, wenn mich jetzt einer fragt, wo kriegst du denn deine Nährstoffe her? Und ich sage, es geht jetzt gar nicht so darum, ob du jetzt vegan, vegetarisch bist oder ob du Fleischesser bist. Es geht eher darum, wie kannst du sicherstellen mit der Nahrung, dass Nährstoffe wirklich ankommen? Egal, wie du dich ernährst, ist es so, dass ich sehr viel Energie ziehe aus Gemüsesäften. Ich ziehe sehr viel Energie aus den Smoothies, weil die Wildkräuter kostenlos sind und die bieten hochpotente Nährstoffe. Ich ziehe unglaublich viel Energie aus zum Beispiel Müslis, aus Samengetreide, Andreas. Angekeimte Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Buchweizen, was ich in mein Haferporridge mit einarbeite. Viele frische, antioxidante, eben Früchte, die ich mit einbaue, aber auch Nüsse. Auch Trockenfrüchte zum Teil, wenn sie eingeweicht sind. Ja, wir backen unsere Brote auch ganz anders so, dass die in Rohkostqualität getrocknet sind, dass die Nährstoffe mit drin sind. Denn Rohkost heißt, du hast den vollen Geschmack und die volle Intensität und Kochkost heißt, dass der Geschmack erstmal um 2/3 weggeht und du musst mit Gewürzen und Aromen die Sachen verstärken. Es macht logisch ja erstmal gar keinen Sinn. Somit lassen sich Kochkost und Rohkost sehr gut vermischen, dass man beides hat. Es ist warm und deftig,
aber auch der Wert von Nährstoffen kann garantiert werden, vielleicht in diesem Falle sogar über 50-70%, wenn man nicht immer alles tot kocht. Also die Art und Weise der Zubereitung ist bei mir ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, hey, lass es frisch, lass es knackig, mach's nicht Matsche, hab eine gute Bio-Nahrung und lebe den lebendigen Lifestyle. Das bringt dir nämlich Profit. Erstens Ausstrahlung, Gesundheit. Du bist leistungsfähiger. Du brauchst weniger Schlaf. Du kannst auch mehr Geld verdienen, wer da drauf aus ist. Du hast auch besseren Sex, wenn es sein muss, weil du länger durchhältst. Ja, also Spannkraft, Elastizität, da gehört alles mit dazu, vom Hören, Sehen, Fühlen. Und das ist das, was unsere Seele ja möchte. Sie möchte das Leben leben, erleben im Vollen und im Ganzen. Spätestens jetzt hast du alle männlichen Zuhörer, Florian. Jetzt essen die Männer nur noch Rohkost. Also, ja, ne? Ich kann dir immer das erzählen, was ich erlebt habe. Seit 15 Jahren lebe ich diesen Slow-Food-Lifestyle mit Rohkost, vegan, vegetarisch. Aber ich zum Beispiel trinke auch Knochenbrühen und esse Rohmilchbutter, weil da Energiestofflichkeiten drin sind. Und wenn wir Klienten haben mit Problemen, dann versuchen wir, das Optimale für sie rauszuholen, egal wie sie sich ernähren. Und das ist schön. Ja, genau. Finde ich genauso. Und ich finde es immer so spannend, wenn man zum Arzt geht und da so eine Frage ist zum Standardarzt, sag ich jetzt mal, Hausarzt, und der sagt dann irgendwie so, ja, trinken Sie, rauchen Sie, ja, dann ist ja alles gut, ne? Oder wenn man so ein bisschen nach Ernährung fragt, also die wenigsten kommen überhaupt auf die Idee, dass Ernährung mit dem Gesundheitszustand Zusammenhang stehen könnte. Und das klingt so banal jetzt für mich, aber das war tatsächlich damals die große Erkenntnis für mich, dass ich gesagt habe, klar, meine Ernährung ist verantwortlich dafür, wie es mir geht, wie ich mich fühle, emotional, wie ich aussehe, meine Krankheiten, ja, für meine Lebensenergie, für meinen Schlaf und viele andere Dinge, die wir gerade gelernt haben. Ja. Und es klingt so banal heute, aber es war für mich eine ganz große Erkenntnis. Und ich glaube, dass es für sehr viele andere auch eine sehr große Erkenntnis ist, weil einfach dort nicht drüber gesprochen wird. Und das ist einer der Punkte, die wir hier auch gerne, ja, weitergeben möchten. Eine Sache hast du vergessen, Andreas. Weißt du, oder Rohkost, wenn du mir früher gesagt hast, ey, ess mal mehr Rohkost, das sag ich, was, ein Reibesalat oder rote Beete? Boah, da krieg ich ja schon Gänsehaut, Stammsellerie pur oder so. Ja. Geht überhaupt nicht. Nein, wenn ich von Rohkost spreche, dann heißt das Spaghetti, Pizza, Eis, Lasagne, ja. Wir haben da wirklich alles in diesem Bereich, auch Kaffee und solche Sachen, die nochmal ganz anders schmecken und ja nicht 100% abdecken, aber dazugehören und damit eben der gesunde Lifestyle da ist. Wir müssen wissen, dass es Kochkost erst in diesem Maße, wie es jetzt heute wir finden, erst ab dem Zweiten Weltkrieg gibt. Also ab dem Moment, wo man versucht hat, für die Soldaten Essen zu konservieren, was man ja früher gekocht hat in Tontöpfen noch im Ersten Weltkrieg an die Front geschafft hat, wo viel kaputt gegangen ist. Im Zweiten Weltkrieg gab es aber schon das Weißblech. Man hat also Essen in Dosen gekocht. Dadurch hat sich aber der Geschmack total, der ist weggegangen. Und dann hat man da eben Aromastoffe dazugegeben, Konservierungsmittel. Man konnte die Sachen einschweißen, man konnte sie abdichten und musste das Essen nur noch über Feuer und Flamme erhitzen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat sich die Frau natürlich nicht mehr groß hingestellt, Essen frisch zuzubereiten. Sie hat es einfach warm gemacht. Und seitdem leben wir doch dieses Fastfood mit Mikrowelle und seitdem haben wir die Zivilisationskrankheiten, die in Mineralschwäche ihre Ursache haben, aber natürlich sich zeigen in Diabetes, Gicht, Rheuma, Arthrosen, Rhinitis, Colitis, Obesitäten, Kopf, Körper, Rücken- und Gliederschmerzen. Ich habe das nicht mehr. Du hast das nicht mehr. Viele andere, die wissen es auch nicht mehr. Und alle anderen, die das jetzt mal hören, die wissen es und die können es verändern. Und dann rocken sie den gesunden Lifestyle. Und das wünsche ich mir. Ja, sehr, sehr cool. Und ich glaube, damit sind wir auch an einem guten Punkt, wo wir für unsere erste Podcast-Folge einen Punkt setzen können. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für diesen super genialen Input. Wir haben eine Menge gelernt, warum Nahrungsmittel kaum noch Nährstoffe haben und auch, was wir tun können, um uns besser mit Nährstoffen zu versorgen, was wir tun können, um, ja, Bauern, Landbetriebe, Agrargenossenschaft zu unterstützen, die sagen, da machen wir nicht mehr mit. Und ja, in der nächsten Folge wird es dann, unserer zweiten Folge, um das Thema krank trotz gesunder Ernährung gehen. Wir werden das Thema noch ein bisschen vertiefen, ein bisschen, ja, noch ein bisschen weiter bohren und noch einiges dazu lernen. Ich bin also schon sehr gespannt, was wir denn da noch dazu lernen, auch von dir, Florian. Und ja, ja, jetzt haben wir noch ein Geschenk, und zwar wollen wir natürlich gerne dieses Wissen bekannt machen. Und da ist jetzt die Hilfe unserer Zuhörer, ist die Hilfe von dir gefragt. Wenn du sagst, das gefällt mir, dann mach doch Folgendes. Wir würden dich bitten, in iTunes oder in der Podcast-App unseren Podcast hier zu öffnen, dort einfach nach der Gesundzeit in einem Wort zu suchen und dann gibst du uns einfach eine Bewertung und eine kurze Rezension
immer dran denken, 4 Sterne sind kein Stern, also am besten 5 Sterne. Aber du bist natürlich völlig frei in der Bewertung. Wir freuen uns also über gute Bewertungen. Das hilft uns natürlich, dass der Podcast bekannt wird und dass dieses Wissen auch bekannt wird. Und ja, damit du auch ein bisschen Spaß dabei hast, haben wir uns Folgendes überlegt. Florian hat ja gerade darum gesprochen, dass es so viele Möglichkeiten gibt, Rohkost auch lecker zuzubereiten. Und deshalb machen wir es so, wenn du uns eine positive Rezension gegeben hast, dann mach davon noch einen Screenshot, also ein Bildschirmfoto, und schick das per E-Mail an mail@gesundzeit-podcast.de. mail@gesundzeit-podcast.de. Und dann bekommst du von uns ein Geschenk. Und zwar bekommst du 4 Anleitungsvideos, die wir normalerweise nur in unseren Kursen den Leuten veröffentlichen. Und zwar ein Video, Florian, zum Thema Kaffee. Also Alternative zum Thema Kaffee. Wie mache ich Kaffee? Und zwar lecker, ohne Koffein, ohne es säurebildend ist. Wie mache ich gesunde Milch, die nicht pasteurisiert ist und nicht mit Aluminium versehen ist, weil es in irgendwelchen Packen da drin ist und Eiterzellen hält und so weiter und so fort. Wie mache ich Rohkost-Schokolade, die so lecker ist, dass du wahrscheinlich nie wieder eine andere essen möchtest? Und wie dahin schmelzen wirst. Wie mache ich Rohkost-Eis? Da gibt es also 4 Anleitungsvideos als Geschenk. Ohne Zucker. Ohne Zucker, ganz genau. Mit sehr vielen Nährstoffen. Als Dankeschön für deine Unterstützung. Und ja, alle Infos gibt es auch in den Shownotes unten unter dem Podcast auch nochmal zum Nachlesen. Es gibt auch den ganzen Podcast zum Nachlesen. Die Möglichkeit, alle Infos findest du unten unter dem Podcast. Wir sagen ganz vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön an dich, Florian. Ja, und super. Ja, wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin sagen wir ciao, mach's gut. Dein Andreas Paffrath und Florian Sauer. Tschüss. Wir hören uns. Ciao.